Ja, jetzt im zweiten Teil geht es um die Landwirtschaft. Es geht um einen Wein, zum Teil, aber größtenteils natürlich um einen Boden. Und wie ich die ersten Bodenpräparate gemacht habe vor 25 Jahren, war das Ganze natürlich noch relativ einfach und simpel. Und ja, jeder, der eine Firma aus dem Nichts aufgebaut hat, der kennt solche Situationen. Vor allem, wenn man sich in den Kopf gesetzt hat, was zu machen, was eigentlich keiner braucht und keiner glaubt, dass es funktioniert. Also war man anfangs auf die eigenen Versuchsflächen angewiesen, um das auszuprobieren und dann letztendlich den Landwirten zu zeigen. Nach und nach hat sich auch die Art der Produktion verändert. Das gleiche Eck, was wir vorher mit der Betonmaschine gesehen haben, hat dann Jahre später so ausgeschaut. Wir haben sehr schnell gemerkt, dass man nicht dauerhaft in einer Nische sich bewegen kann. Wir haben uns Futtermittel zertifizieren lassen, Bio zertifizieren und haben gemeint, wir haben jetzt eine Produktion, die 100 Jahre so bleiben kann, aber es hat sich dann verändert. Wir sind 2015 umgezogen und haben da eine neuere, modernere Produktion gebaut. Ich habe da ein sehr engagiertes Team und jetzt können wir auch die Mengen in der Qualität produzieren, wie wir es inzwischen Gott sei Dank auch brauchen. Ich habe es ja gesagt, wir haben teilweise uns selbst Probleme geschaffen und diese Probleme können wir teilweise natürlich in der Landwirtschaft sehen. Ich habe extra Bilder mitgebracht aus anderen Regionen, nicht von hier, das ist Niederbayern. Also wenn man mal 30 Jahre Mais auf Mais baut und danach dann Mais, kann es durchaus passieren, dass einer der fruchtbarsten Böden, die wir in Deutschland haben, irgendwann so endet. Und wenn wir Landwirte schulen, ist es dann nach Jahren so weit, dass diese Landwirte auch wieder für andere Praktiker Seminare geben und ihre Erfahrungen weitertragen. Und ich habe anfangs schon erwähnt, das ist unser System, die Menschen direkt zu schulen. Und zwar nicht nur theoretisch, sondern eben praktisch. Und diese praktische Ausbildung ist eigentlich das Tragende bei der Veränderung, weil wenn wir nur ein Produkt austauschen, dann haben wir nicht viel gewonnen. Weil mit dem Produkt allein ist es nicht getan. Wir brauchen ein anderes Verständnis, wir brauchen eine andere Beobachtungsgabe und einfach auch die Gemeinschaft, weil einer allein, und da können die Viertaler sicher was davon erzählen, wenn man in einer Ortschaft, wenn einer anfängt, es anders zu machen, das ist gar nicht so einfach. Also wir sind alle tolerant, aber das, was der macht, also ich weiß nicht, wo führt das hin? Und darum ist es auch schön, in der Gemeinschaft zu machen, weil wenn wir zum Beispiel dann solche Höfe besuchen und ist das Interesse sehr groß, dann ist dieser Bauer auch geehrt. Auch wenn er mal jahrelang ein bisschen verlacht worden ist, ein bisschen schief angeschaut worden. Aber das ist dann in dem Moment alles wieder vergessen. Und man kann sich dann auch mit den Berufskollegen versöhnen, die dann stundenlang Fragen stellen. Wie magst du das? Wie kann das sein? Wo kommt der Klee her? Wie geht es? Und diese Feldbegehungen und Betriebsbesichtigungen sind für uns ganz wichtig oder für die Landwirte, weil wenn man es praktisch an anderen sieht, kann man davon viel mitnehmen. Einfach für sich selber die Sicherheit, dieser Weg funktioniert und funktioniert auch über Jahre. Es ist schön, wenn uns die Landwirte folgen und wir versuchen heute auch immer sichtbarer zu werden, ob jetzt auch auf der einen oder anderen Messe, aber meistens eben mit praktischen Kursen, möglichst im Grünen und möglichst
direkt mit einer Schulung, wo sofort am Ende des Tages der Landwirt was mit nach Hause nimmt. Wir haben zuerst gesehen, beim Pflanzenaufgang haben wir durch die Zugabe von effektiven Mikroorganismen eine andere Wurzelbildung. Und das Gleiche, was im Garten gilt, gilt natürlich dann auch in der Landwirtschaft. Das geht nicht immer um Mehrertrag, sondern zusehends um Stabilität. Also Stabilität in puncto unserer Trockenperioden. Und es ist klar, wenn eine Pflanze doppelte Wurzelausbildung hat, dass sie dann bei einer Trockenphase besser dasteht. Aber es zeigt sich auch dann ja, irgendwann auch im Ertrag. Und das ist nicht unentscheidend für viele Landwirte, da auch einen neuen Weg einzuschlagen, dass man einfach damit rechnen kann, auch bei wechselnder Witterung gute, gleichmäßige Erträge einzufahren. Und Sie lesen da drüben auf dieser Stellwand regenerative Landwirtschaft. Was bedeutet für uns regenerative Landwirtschaft? Ist eine Landwirtschaft, die gleichmäßige, gute Erträge bringt bei gleichzeitigem Humusaufbau, bei gleichzeitiger Verbesserung der Bodengesundheit. Und das ist eigentlich für viele ein Zwiespalt. Also manche können sich das nicht vorstellen, weil man immer sagt, ja, wenn man die Natur sich erholen lässt, dann müssen wir Brache einführen und von was soll man dann leben? Und das hat man früher so gemacht. Es geht nicht darum, dass wir wieder so arbeiten, wie wir es früher gemacht haben. Bei der regenerativen Landwirtschaft haben wir das Ziel, dass wir eine naturkonforme Landwirtschaft so weiterentwickeln, dass sie uns wirklich gut in die Zukunft führt. Und es ist schön, wenn Landwirte solche Bilder schicken, weil das einfach auch für sie eine Anerkennung bietet. Wenn sie vor Berufskollegen auch sagen können, es ist nicht nur mein Boden besser geworden, sondern ich habe auch einen guten Ertrag eingefahren. Danken können wir solchen Ergebnissen, wie gesagt, hauptsächlich den Mikroorganismen und den Pilzen im Boden, die das bewirken, die die Nährstoffe dafür freisetzen. Welche das sind, haben wir schon gesprochen. Was sind jetzt eigentlich die Herausforderungen? Ich gehe jetzt mal vom Grünland aus. Das ist jetzt noch nicht die schwerste Silierkette, die es gibt. Es gibt da noch größere Maschinen. Und mit diesen fahren wir über unsere Böden. Und wir wissen, wenn wir diese Bodenziegel rausstechen, dass Bodenfruchtbarkeit dann beeinträchtigt wird, wenn der Lebensraum für die Mikroorganismen oder das Bodenleben verschwindet. Und der Lebensraum und das Milieu, wo sich Lebendigkeit im Boden entwickelt, ist ganz abhängig vom Sauerstoff. Und wenn wir diese Poren verpressen und den Sauerstoff verdrängen, verändert sich natürlich das gesamte Milieu und bestimmte Bodenlebewesen und auch Mikroben und Pilze können ihre Arbeit nicht mehr tun. Und das zeigt sich dann. Das zeigt sich am Unkrautdruck, das zeigt sich, dass sich die Vielfalt immer mehr reduziert auf ein paar beständige Gräser vor allem auch, die die Güllegarben noch überleben und die ganzen anderen Kräuter, die empfindlicher sind, verschwinden über die Zeit. Und um da ansetzen zu können, muss man heute mal in den Boden wieder reinschauen. Und in Zeiten des Minibaggers ist es kein Problem, bei so einer Wiese einfach mal ein Meter tiefes Loch zu machen und das Bodenprofil mit den Landwirten zusammen dann zu betrachten. Und das gibt Aufschluss. Das gibt sehr viel Aufschluss, was da drin eigentlich passiert. Und man kann analysieren in den unterschiedlichen Schichten anhand von so einem Bodenziegel, wie der Zustand des Bodens ist. Und man kann sogar, wenn man drin geübt ist, im Nachhinein erklären, was diesem Boden
widerfahren ist oder was für Maßnahmen gemacht worden ist, was zu verändern. Das spiegelt der Boden alles wider. Und wir sind es gewohnt und darum haben wir die Nase mitten im Gesicht. Alles, was wir essen, wird auch berochen über unser Riechorgan. Es ist ein Prüfinstrument, das wir mitten im Gesicht haben. Und es ist nicht zufällig über den Mund. Also wir nehmen da sehr viel wahr. Und so können wir am Geruch von Futter ganz schnell entscheiden, was das für Qualität hat. Aber wir können uns auch das Futter von den Wurzeln anschauen. In welche Bodenschichten muss so eine Wurzel vordringen und wie riecht es da? Wissen Sie, was man riecht, wenn man so eine Grasvase raussticht? Was riechen wir da? Wir riechen die Ausscheidungsprodukte der Mikroorganismen. Und je süßlicher, je fruchtiger, je vielfältiger das riecht, umso lebendiger ist dieser Boden. Und wenn Sie dann auf einen Maisacker gehen und einen Boden rausstechen und riechen und der riecht gar nicht mehr, dann ist das schon ein Zeichen dafür, dass wenig Bodenvitalität und Lebendigkeit da ist. Und wenn es gar stinkt, dann wissen wir ganz sicher, dass wir auf dem falschen Weg sind. Und sowas kann man ganz leicht vermitteln. Das sind keine großartigen wissenschaftlichen Herausforderungen, sondern das sind Tricks, mit den Systemen zu arbeiten, die jedem zur Verfügung stehen. Oder wenn wir uns die Versickerungsfähigkeit von einem Boden anschauen. Das können wir ganz leicht testen. Wir rammen so ein abgeschnittenes KG-Rohr rein, schütten Wasser rein, schauen mit der Stoppuhr und schauen, wie schnell das Wasser versickert. Und Sie haben anfangs gesehen, das war direkt vor den Alpen eine ganz gerade Fläche. Das ist so ein Schwemmland. Früher wurde da Roggen angebaut, ganz ein fruchtbarer Boden. Und wir haben bei dem gleichen Bauern auf zwei verschiedenen Flächen, die unterschiedliche Vorgeschichten haben, diesen Test gemacht. Bei einem Fleck ist das Wasser innerhalb von 5 Minuten versickert. Also wir schütten da 10 Liter rein. Das ist umgerechnet, sind es 66 Liter auf einen Quadratmeter auf einen Platsch. Und auf dem gleichen Boden, nur in einem anderen Flurstück, wo zu anderen Zeiten mit anderem Gerät geerntet wurde, war nach 20 Minuten das Wasser immer noch auf dem gleichen Level. Das hat sich gar nicht bewegt. Und da fängt dann natürlich der Bauer das Denken an. Und mit einfachen Maßnahmen, wie jetzt zum Beispiel mit so einem Wiesenbelüfter, wo wir vorne mit Düsen den Bodenverjünger einsprühen, kann man das wieder verändern. Man bringt Sauerstoff rein, man bringt ein bisschen Mikrobiologie rein und schon verändert sich das Milieu und Verdichtungsanzeiger verschwinden. Gibt es natürlich auch für größere Bauern. Und es gibt so viel Technik, auch sinnvolle Technik, wo man sagt, wir können hier zum Beispiel Grünlanderneuerung muss nicht immer mit Roundup passieren. Man kann auch mal eine Wiese abfräsen. Bodenverdichtung kann man nicht nur im Acker lösen, das kann man auch im Grünland machen. Und das sind neuartige Maschinen, die speziell für das entwickelt worden sind. Und das muss man die Landwirte zeigen. Und wenn man sowas mal gesehen hat, kann man sich auch vorstellen, im Grünland seinen Boden mal in der Tiefe zu lockern. Und wenn der Boden gelockert ist, ob jetzt bei der Wiese oder beim Acker, ist natürlich klar, dass es auch wieder besser wächst. Das Rosenheimer Projekt ist 20 Jahre alt und viele fragen sich, was ist das Rosenheimer Projekt? Das Rosenheimer Projekt ist ein System, das auf zwei Säulen ruht. Das eine ist die mikrobielle Milieusteuerung, von der wir heute schon sehr viel gesprochen haben. Und natürlich die Kreislaufwirtschaft. Wo ich her bin, im Voralpengebiet, haben wir einen Stoff sehr viel, das ist nämlich die Gülle. Und die Gülle, ich denke mal, das kann man in dem Rahmen ruhig sagen, die Gülle ist kein natürliches System. Das haben uns wir ausgedacht. Ja, der Schöpfer hat es mit der Kuh ganz anders gedacht. Wir wissen alle, die Kuh hat zwei Öffnungen. Und wenn die über die Weide wandert, dann kommt der Urin an die eine Stelle
und der Kot an die andere. Und wer schon mal in den Bergen unterwegs war oder auf einer Kuhweide und hebt so einen Kuhfladen auf und riecht, dann kann er feststellen, dass der Kuhfladen, der auf der Erde liegt, gut riecht. Weil er fällt auf Erde, er fällt auf belebten Boden und sofort kommt von unten das Bodenleben und saugt es in die Erde ein. Es kommt niemals zu einem Fäulnisprozess. Wenn wir aber jetzt Urin und Festmist miteinander mischen, was im Stall viele Vorteile bringt, weil das dann von selber raustreibt in die Güllegrube, dann ist es natürlich klar, dass es zu einem chemischen Prozess kommt, nämlich zur Urinase. Das heißt, es kommt zu einer Art Fäulnisstimmung und es entsteht sehr viel Ammoniumstickstoff. Und dieser Ammoniumstickstoff vergast dann, sobald Sauerstoff dazukommt, weil sich der pH-Wert leicht verschiebt, als Ammoniak. Und das Ammoniak ist das, was wir riechen. Das ist nicht nur für die ganzen Chlorhäusler und Nachbarn von Wiesenflächen schlecht, diesen Ammoniak zu riechen, sondern das ist auch für den Landwirt schlecht, weil dieser Ammoniak ja ursprünglich Ammoniumstickstoff ist und eigentlich an die Pflanze sollte. Also alles, was während der Lagerzeit vergast oder bei der Ausbringung oder später abgeschwemmt wird, ist Verlust für den Landwirt bzw. für seine Flächen. Und wenn dort nichts wächst, braucht man letztendlich Handelsdünger. Und das ist das System, das ist ganz einfach erklärt. Ja, wenn Sie als Vertriebler in Alaska Kühlschränke verkaufen sollten, dann müssen Sie sich mindestens so viel einfallen lassen, wie wenn man im Voralpengebiet Handelsdünger verkaufen will. Weil wir haben eigentlich Dünger bis unter die Hutkante. Aber wenn man den Dünger so behandelt, wie man es vielerorts macht, dann geht so viel davon verloren, dass wir zusätzlich an anderen kaufen müssen. Und darum haben wir da schon wieder keine Freunde. Aber um das geht es halt nicht. Es geht darum, dass wir auf den Flächen den Kohlenstoff fixieren, den Stickstoff, den wir haben, effizienter nutzen, Nährstoffkreisläufe schließen und ein regeneratives Mikrobenmilieu aufbauen. Warum spreche ich immer wieder von einem regenerativen Mikrobenmilieu? Wir haben in der Natur zwei unterschiedliche Abbauprozesse. Es gibt die Fermentation und dazwischen noch die Rotte und auf der anderen Seite gibt es die Fäulnis. Und Fäulnis ist ein oxidativer Prozess, wo Nährstoffe letztendlich verflüchtigt werden und abgebaut. Und Fermentation ist ein Prozess, wo wir sogar neue Stoffwechselprodukte produzieren. Ganz ein einfaches Beispiel. Stellen Sie sich vor, wir ernten drei Krautköpfe. Zufällig gleich groß, im eigenen Garten gewachsen. Ein Krautkopf legen wir gleich unter den Apfelbaum, lassen den verfaulen. Den zweiten Krautkopf legen wir irgendwo trocken auf die Kellertreppe. Und den dritten schnipseln wir ein wenig, batzen in eine Sauerkrautfassel rein und lassen das Ganze milchsauer fermentieren. Wenn dieser Stoffwechselprozess, sowohl die Fermentation wie auch die Fäulnis ist ein Stoffwechselprozess, abgeschlossen ist, machen wir ganz eine einfache Untersuchung. Wir vergleichen die Nährstoffe, die wir ursprünglich da hingelegt haben, mit dem, was wir jetzt vorfinden. Und wir sind uns einig, dass draußen, wo der Krautkopf unter dem Apfelbaum verfault ist, natürlich nicht mehr viel zu finden ist, nur ein paar Reste und das andere ist weg. Auf der Kellertreppe, naja, gut, der ist ein bisschen runzlig geworden, ausgetrocknet vielleicht, aber von den Inhaltsstoffen fast identisch mit dem, als wir ihn hingelegt haben. Und im Sauerkraut fast drin, das ist jetzt spannend, obwohl da immer der Deckel drauf war, finden wir jetzt eine zusätzliche Stoffwechselprodukte, nämlich wieder diese Vitamine, Enzyme, Aminosäuren, Antioxidantien. Das war ein großer Schritt in der Menschheit, als man das verstanden hat, dass man durch Fermentation Nahrungsmittel nicht nur konservieren kann, sondern teilweise auch extrem aufwerten. Christoph Kolumbus wäre niemals
in Amerika angekommen, hätte das Sauerkraut nicht gehabt. Und so ist es natürlich beim Krautkorb jetzt nicht so weltbewegend, aber wenn wir 1000 Kubikmeter Gülle haben, wie hier, ist es nicht egal, ob während der ganzen Lagerzeit Ammoniak vergast wird und verloren geht oder ob das in das System eingebaut wird. Wir unterstützen dieses Einbauen und das Puffern der Nährstoffe durch die Zugabe von Pflanzenkohle. Mit der Pflanzenkohle, ähnlich wie wir es vorher beim Bokashi gesehen haben, können wir die Nährstoffe in der Gülle fixieren. Sie sind dann nicht mehr so wasserlöslich und bleiben in der Struktur der Kohle so lange gefangen, bis die Pflanzen die Nährstoffe brauchen. Um den Fäulnisprozess nicht weiter voranzutreiben oder umzukehren, kommen die Mikroorganismen rein und das Ganze wird verrührt. Und schon beim Verrühren merkt man plötzlich, dass der Geruch der Gülle komplett verschwindet. Und das ist ein Phänomen, wenn man nicht dabei steht, rufen die Bauern oft an und sagen, Herr Fischer, Sie müssen das müssen Sie sehen. Kommen Sie zu mir, die Gülle, die riecht nicht mehr. Ich sage, ja, was haben Sie gemacht? Ja, das ist ja unser System, drum ist es ja. Ja, aber die riecht gar nicht mehr. Ich sage, sind Sie glücklich? Ja, so soll es sein. Also es bleibt immer noch eine Gülle, aber der Geruch geht extrem zurück. Ich habe mal in Zürich an der Uni in Wädenswil einen Vortrag gehalten über unser System. Und da ist ein Professor, der ist bei der Pflanzenkohleforschung eigentlich in Europa bekannt. Aber nach meinem Vortrag kam er zu mir und hat gesagt, ach Herr Fischer, was Sie da erzählt haben über die Gülle, da muss ich schon sagen, das wird immer ein bisschen stinken. Dann sage ich, ja, bei uns stinkt es nicht. Ja, das kann ich nicht glauben. Sage ich, ja, da können wir jetzt lang diskutieren, das müssen Sie einfach anschauen. Das überlege ich. 3 Monate später ruft das Telefon und er sagt, Herr Fischer, ich bin es, wir haben einen Bus, wir kommen. Sage ich, ja, schön. Ich habe gleich geschaut, dass ich einen Landwirt finde, der bereit war, sich für diesen Gülletourismus einzustellen. Und wir wollten nämlich die Studenten direkt an die Kante der Güllegrube führen. Und das war ganz wichtig, weil als sie ganz oben standen, haben wir einfach mal frecherweise das Rührwerk eingeschaltet und haben geschaut, was passiert. Und die Studenten gucken so in die Gülle und sagen, ja, was ist da drin? Sag ich, ja, keine Schokolade. Ja, aber man riecht nichts. Ja, sage ich, darum habt ihr die Reise gemacht. Ja? Und ja, es ist tatsächlich nichts passiert. Die sind alle am Rand stehen geblieben. Einer hat sogar an seiner Wurstsemmel weitergebissen und hat wirklich staunend mit nach Hause genommen. Man kann Gülle so behandeln, dass der Geruch stark reduziert ist. Und das, was wir wahrnehmen als Geruch, das ist ja Stickstoff, der sonst verloren geht. Und es verändert aber nicht nur den Geruch, sondern so behandelter Boden verändert auch seine Struktur. Und da sind wir jetzt beim nächsten Schritt. Wenn wir Biogasgülle oder Gülle, die nicht behandelt ist, zu oft auf den Boden bringen, verändert sich die Struktur und die Krümelstruktur löst sich auf. Das, was wir vorher gesehen haben bei dem Bild, diese Seifenbildung, dass die Böden förmlich den Halt verlieren und wegschwimmen. Und wenn wir solche Böden entnehmen und mit einem einfachen Testsystem da Wasser raufgießen, dann kann man schnell mal sehen, dass so ein Boden verschwemmt. Und wenn man dann den gleichen Boden bloß vom Nachbarn nimmt, der die Gülle behandelt, dann sieht man schon, wenn man oben reinschaut, dass da eine andere Krümelstruktur ist. Aber noch interessanter wird es, wenn wir jetzt diese beiden Flaschen von der Seite anschauen, dann haben wir hier bei dem seifigen Boden unten so 1 Zentimeter Sediment und bei dem anderen nur ein bisschen eingetrübtes Wasser. Und das ist natürlich im wahren Leben genauso. Bei Starkregenereignissen ist es nicht nur so, dass der Humus oberflächlich verschwindet, in Hanglagen natürlich umso mehr, sondern der Humus kann auch nach unten verschwinden. Und ich habe oft Anrufe von Landwirten, die sagen, bei mir wachsen die Steine. Die Steine wachsen nicht, sondern der Humus verschwindet. Und der ist dann unten in tieferen Bodenschichten, wo er letztendlich
von den Pflanzen nicht mehr erreicht wird, außer von den Pionierpflanzen, dem Ampfer zum Beispiel, der mit seiner Pfahlwurzel darunter bricht, sich die Nährstoffe holt und dann sagt man, oh Gott, der Ampfer kommt, müsste man wieder wegspritzen. Und so sind wir wieder in einem Kreislauf, in dem wir eigentlich nicht wollen. Und um diese Vorgänge zu verstehen, muss man einfach öfters in seinen Boden reinschauen. Man muss reinschauen in einen Moment, wo man mit dem Boden nicht zufrieden ist, wo man sagt, ich spüre, wie der Humus abwandert, wie die Struktur verloren geht. Da muss ich reinschauen und ich muss später reinschauen, wenn ich verschiedene Maßnahmen gemacht habe, um diese Veränderung zu verstehen und um einfach gewisse Ableitungen machen zu können. Und was ganz spannend ist, wenn wir zum Beispiel mit Gülle arbeiten und dort die Pflanzenkohle drin ist oder Mist mit Pflanzenkohle oder fermentierte Organik, Bokashi mit Pflanzenkohle, dann war ganz am Anfang die Frage, ja, muss ich das in den Boden einarbeiten, dass es da reinkommt? Und wir haben ja viele Informationen aus Südamerika rübergeholt mit dieser Terra Preta. Aber wir wussten oftmals nicht, wie das bei uns funktioniert und waren selbst sehr erstaunt, als wir festgestellt haben, dass zum Beispiel der Regenwurm diese Kohlepartikel nimmt, um seinen Gang auszukleiden und die Kohle nach unten zieht. In der Kohle sind die Nährstoffe, das animiert wieder die Pflanzenwurzeln dieser Kohle zu folgen und schon wachsen die Wurzeln letztendlich durch die Pflugsohle durch und erschließen sich tiefere Schichten. Und das ist spannend zu beobachten. Gleichzeitig, wenn wir die Gülle behandeln, kommt es zu einer natürlichen Hygienisierung. Wir haben das an der Universität in Leipzig uns mal angeschaut. Wir haben Biogasgülle und unbehandelte Gülle speziell mit verschiedenen pathogenen Keimen besetzt. Also mit pathogenen Keimen, mit Kolibakterien, mit EBCO-Viren und haben das Ganze dann mit unseren Mikroorganismen 14 Tage fermentiert und haben festgestellt, dass keiner dieser belegten Bakterien letztendlich noch nachweisbar war. Und nach 8 Wochen haben wir sogar Spulwurmeier entdeckt, die nicht mehr überlebensfähig waren. Das heißt, dadurch können wir eine natürliche Hygienisierung einleiten, die gerade im Grünlandbetrieb, wo die Schnittzeitpunkte sehr kurz sind, ganz, ganz wichtig ist. Weil was vielen gar nicht so in den Sinn kommt, weil wir ja ganz unabhängig einfach, wenn die Güllegrube voll ist, die Gülle ausfahren, aber oft nicht über die Zusammenhänge nachdenken. Wir sollten viel mehr über Lebensprozesse denken. Denkt mal, dass viele von euch schon mal einen Apfelmost gemacht haben. Und einen Apfelmost kann ich auf 2 Arten machen. Entweder ich pasteurisiere den Saft und nehme eine Reinzuchthefe oder ich mache es so, wie er vom Obstgarten kommt, presse den und mache eine Spontangärung. Beides funktioniert. Die Spontangärung funktioniert aber nur, wenn das Milieu in meinem Obstgarten passt. Und das Gleiche passiert mit dem Gras. Die Besiedelung von den Grasoberflächen wird durch die Gülle bestimmt. Und wenn die Gülle nicht behandelt ist, in der Gülle pathogene Keime sind, dann bringe ich das natürlich auf das Gras drauf, auch Pilze. Und wenn das dann in der Silage endet, wo es schön warm ist und feucht und unter Luftabschluss, ist klar, dass dort Pilze und Mykosen sich ausbreiten. Ich sehe den Pilz, das wird dann weggeworfen. Aber wie Sie wissen, die Myzele sind schon lang durch die ganze Masse durchgewachsen. Das kann ich mir nicht leisten. Es wird trotzdem gefüttert. Schon habe ich Fruchtbarkeitsprobleme, Euterentzündungen, Klauenprobleme und der Kreislauf ist wieder geschlossen. Also rein durch die Güllebehandlung kann man sehr viel machen. Wir haben Landwirte, die machen speziell Heu für Pferdebesitzer. Und die Pferdebesitzer sagen, ja, die Pferde sind so empfindlich, die vertragen den Staub nicht vom Heu. Ja, das, was beim Heu staubt, ist kein Staub im Sinne von Schmutz, sondern das sind Pilzsporen. Weil das Heu im Heustock nochmal warm wird, die Pilze entwickeln sich und die Sporen davon fliegen dann und die Pferde sind allergisch.
Nur weil Pferde allergisch ist, heißt nicht, dass die Pilzsporen bei Kühen keine Auswirkung haben oder beim Landwirt, der durch den Stall geht. Und das kann man ganz einfach verändern. Einfach das Heu beim Einbringen mit EM besprühen und können sich keine Pilze entwickeln. Das Heu wird auch nicht so warm im Stock. Viel mehr Nährstoffe bleiben erhalten. Ist ein super Pferdeheu. Oder auch natürlich für andere Tiere. Das ist ein Auszug aus einer Meisterarbeit. Einfach mal verschiedene Güllevarianten getestet. Und es ist ganz spannend, wie viel bei der Variante EM Gesteinsmehlkohle mehr an Stickstoff in der Gülle verblieben ist. Und dieses mehr an Stickstoff fährt der Bauer natürlich in Form von mehr Ertrag wieder heim. Und das macht diese Systeme eigentlich so interessant. Der Nebeneffekt für die Umwelt ist natürlich sehr groß, aber es muss ein System sein, das für einen Landwirt spannend ist. Wir können nicht nur immer verlangen, die Landwirte dürfen das nicht mehr und sollten das nicht mehr und das, sondern wir müssen helfen, dass Systeme entstehen, die einen Doppelnutzen haben. Ein Nutzen für den Landwirt und ein Nutzen für die Natur oder die Gesellschaft. Wer seine Böden mit belebter Gülle düngt, der hat automatisch auch einen belebten Boden. Wie wirkt sich belebter Boden aus? Wie kann man das darstellen? Und da bin ich immer dankbar, wenn mir Landwirte Bilder schicken, die man so eigentlich nicht machen kann. Das war letztes Jahr im April, es hat bei uns nochmal geschneit. Und Sie sehen vorne die Fläche von dem Landwirt, der schon seit 17 Jahren mit uns arbeitet und Güllebehandlung macht. Das ist sein Nachbar, der arbeitet Vollgas intensiv und das ist wieder er. Und sicherlich hat er hier nicht mit dem Haarföhn den Schnee weggetaut, sondern das ist einfach durch mehr Bodenaktivität, hat er mehr Bodenwärme und ist im Frühjahr einfach ein bisschen zeitiger dran. Und beim Schnee sieht man halt die Temperaturunterschiede. Oder zum Beispiel hier. Das ist ein Landwirt, der hat hier seine Hofstelle. Sein Sohn hat das mit der Drohne aufgenommen. Das ist die Dorfstraße. Und gegenüber der Dorfstraße hat er seine zwei Güllegruben. Hier ist aber sein Nachbar. Und sein Nachbar hat hier eine Terrasse. Und auf der Terrasse frühstückt der Nachbar samstags sehr gerne. Er tut aber samstags gerne Gülle fahren. Und wie man an den Spuren sieht und am Strahlwinkel vielleicht in den ersten Reihen noch sichtbar, der spritzt die Gülle direkt an seinen Gartenzaun. Aber die beiden sind gute Freunde, weil seine Gülle nicht riecht. Und so kann man auch mit behandelter Gülle den Dorffrieden verstärken. Das ist ein WhatsApp-Video, das mich aus Holland erreicht hat. Die Bäuerin von diesem Grundstück ist angerufen worden, was ist bei euch los? Und die Bäuerin zittert schon, was wird wieder los sein? Ja, nichts ist los. Sie hat gesagt, ja, ich habe die Wäsche draußen, euer Gülletrag fährt schon seit einer Stunde hin und her und es riecht nicht. Sagt, ja, wir waren da in Bayern. Man kann was machen. Ja, das ist ein Bild von der Anfangszeit einer Kooperation mit Dietmar Näser, Friedrich Wenz. Und nach ihren Wünschen ist dieser Bodenverjünger entstanden. Der Bodenverjünger unterscheidet sich jetzt zum EM, weil wir beim Bodenverjünger nicht mehr mit Bakterien arbeiten, die wir in Lebensmittellabors kaufen und dann mischen und vermehren, sondern der Bodenverjünger basiert auf nativen Bakterien, die wir in der Natur sammeln und dadurch noch eine größere Breite sich entwickelt hat, wird noch ergänzt mit Huminstoffen, mit Salz, mit energetischen Geschichten, mit Spagyrik, mit Braunalgen. Und es ist ein Stoff geworden, der wirklich den Boden verjüngt und den Kreislauf in Schwung bringt. Es hilft aber nichts, wenn wir nur ein Ferment haben. Wir brauchen immer auch das Wissen und unter Umständen auch die Technik dazu, das
einfach in den Boden richtig reinzubringen und in den richtigen Prozessen das reinzubringen. Aber die Ergebnisse sprechen für sich. Und wenn je mehr die Landwirte die Zusammenhänge erkennen und dann solche Ergebnisse haben und sich die Ergebnisse auch erklären können, dann macht es richtig Spaß. Das ist jetzt ein Bild, das entstanden ist im letzten August. Wir haben ja die EM-Tage gehabt, Sie haben ja den Trailer gesehen und da war eine Vorführung von so einer Tiefenlockerung. Also Tiefenlockerung ist vielleicht gar nicht der richtige Ausdruck. Wir lockern ungefähr so in 30 Zentimeter Tiefe. Also wir schauen vorher mit der Bodensonde, wo beginnt die Verdichtung und dann gehen wir 2-3 Zentimeter tiefer. Und an der Maschine sind hinten 2 Düsen, eine unten ganz am Boden und 15 Zentimeter höher. Und bei dieser Lockerung düsen wir nach hinten unseren Bodenverjünger ein. Und wir haben extra für dieses Symposium den Weizen auf einer kleinen Fläche weggedroschen. Der war noch nicht ganz trocken, aber damit wir das vorführen können. Und haben dann 2 Bahnen gelockert, rein mechanisch. Und daneben 2 Bahnen rein mechanisch mit der gleichen Maschine, mit der gleichen Einstellung, aber eben mit dem Bodenverjünger. Und haben dann live vor 200 Landwirten folgenden Versuch gemacht, wieder, wie vorhin schon erwähnt, so ein Rohr in den Boden gerammt, gleichzeitig das Wasser drauf. Und das Ergebnis war, dort, wo wir mechanisch gelockert haben, stand noch 20 Minuten das Wasser immer noch. Und dort, wo das Ferment mit drin war, wo 6 Tage vorher gelockert wurde, noch 4,5 Minuten das gesamte Wasser weg. Und das hat jetzt noch nichts mit Bodenaufbau oder Humusaufbau zu tun, aber wir können daran erkennen, welche Funktion Fermente im Boden haben. Und wir wissen, dass es nicht alleine die Mikroorganismen sind, sondern es sind die sekundären Metaboliten, das heißt die Stoffwechselprodukte, die während der Fermentationszeit entstehen, die braucht nämlich der Boden für die Kommunikation. Und wenn diese Stoffe nicht da sind, dann wird es eng. Ich glaube, wir kommen später nochmal drauf. Ja, Landwirtschaft findet natürlich nicht nur auf dem Acker statt, sondern die gleichen Zusammenhänge haben wir im Wald. Darum arbeiten wir heute auch mit Waldbauern und zeigen denen, wie man Milieustörung im Wald machen kann, Mineralien reinbringen und eben EM vernebeln. Und so kann man den Boden, das Bodenleben unterstützen und damit letztendlich die Bäume so stärken. Wir haben Landwirte, die das jetzt schon über einen längeren Zeitraum machen und Bortenkäfer ist kein Thema mehr. Aber wie gesagt, das verbreitet sich auch von Mund zu Mund, von Landwirt zu Landwirt, weil über unsere öffentlichen Stellen ist da noch bisher keine Resonanz zu spüren gewesen. Gleiche Methodik, nur jetzt im Ertragsobstbau. Wir haben sicherlich nicht alle Ideen selber. Wir fahren seit vielen Jahren auch in andere Länder, um uns dort Impulse zu holen oder teilweise auch wieder Impulse dorthin zu tragen, weil unser Motto ist ja, effektiv miteinander. Das heißt, überall auf der Erde gibt es Menschen und Landwirte, die Einzigartiges geschaffen haben und das schauen wir uns an. Wir waren zum Beispiel auf der Sekim-Farm in Ägypten. Wir waren schon 2-mal in Saraburi im Norden von Bangkok auf einer Farm, wo seit über 35 Jahren EM in der Landwirtschaft in allen Bereichen eingesetzt wird. Wir waren im Hochland von Mexiko, wo über 800 verschiedene Sorten von Mais kultiviert werden und haben da ja letztendlich Kontakte und ein Netzwerk aufgebaut mit unserer Antigentechnik-Szene. Wir waren in der Türkei, haben uns dort Felder angeschaut, die mit EM bewirtschaftet werden und wir waren auch in Südtirol in der Gemeinde Mals und haben uns mit dem Bürgermeister lange Zeit unterhalten. Mals ist die erste glyphosatfreie Gemeinde,
die per Volksabstimmung letztendlich beschlossen hat, auf dem gesamten Gemeindegebiet kein Glyphosat mehr einzusetzen. Und da fahren wir bewusst mit Landwirten hin, auch mit Landwirten, die teilweise noch Glyphosat einsetzen. Weil nur der Dialog, nur das Gespräch bringt uns weiter. Wichtig ist, dass wir immer wieder an solchen Beispielen aufzeigen können, dass nach so einem Verbot oder nach so einem Verzicht die Welt nicht untergeht. Dass es viele andere Möglichkeiten gibt, letztendlich auch ohne so einer Hammerchemie zu arbeiten. Und dass wir letztendlich dann allesamt Gewinner sind. Weil wir feststellen können, dass wenn wir solche Prozesse in der Natur erstmal verstanden haben und dann nach und nach rausfinden, wie man einen Prozess optimal unterstützen kann, dann macht Landwirtschaft wieder Spaß. Und vorher herrscht oft die Angst, weil man einfach ganz oft lernt, ohne Chemie geht es nicht, ohne Chemie geht der Ertrag runter, ohne Chemie wird es unwirtschaftlich. Und das ist nicht der Fall. Und das müssen wir in der Praxis zeigen können und auch rechnen können. Ich habe erst vor ein paar Jahren ein interessantes Erlebnis gehabt. Bei uns hat im Nachbarlandkreis der Amtschef vom Landwirtschaftsamt gewechselt. Und das war erstmals kein Landwirt, sondern er war Förster. Und irgendwann rief er bei mir an und hat gesagt, Herr Fischer, wenn die Hälfte von dem stimmt, was mir Landwirte über Sie erzählt haben, dann sind Sie der richtige Mann, weil wir im Forst denken schon lange so nachhaltig. Sag ich, ja, was meinen Sie? Ja, kommen Sie doch mal, machen Sie bei uns einen Vortrag. Und sage ich, nein, ich kenne die Pflanzenbauer alle und die kennen mich und ein Vortrag bringt überhaupt nichts. Fahren wir doch mal zu einem Landwirt, der lange schon in der öffentlichen Beratung war. Und wir hatten da einen Landwirt, der war 8 Jahre in einem Milchvieharbeitskreis und wurde da gut beraten, hat optimiert, hat verbessert. Und er war über Jahre mit seiner Betriebsrendite an der Spitze. Er hatte 21% Betriebsrendite. Und dann hat er so Stück für Stück begonnen, mit unserem System zu arbeiten. Und 8 Jahre später war dann dieser Anruf. Ich habe gesagt, fahren wir doch zu denen, das ist jetzt nicht irgendeiner, weil oft bekomme ich so den Vorwurf, wenn wir zu einem Landwirt fahren, wo es richtig gut klappt und dann auch die Zahlen, die Buchführung anschauen, dann kommt der Kritiker und sagt, ja, früher haben die halt viele Fehler gemacht und haben so rumgewurschtelt und jetzt machen sie es halt richtig. Und so war das ganz ein gutes Beispiel für uns, weil die Zahlen vorher waren vorzeigefähig. Das war so der Musterbauer. Und wir haben uns seine Bestände angeschaut, wir haben uns seine Mischfrüchte angeschaut, seinen neuen Stall, seinen Freilaufstall. Und dann in der Maschinenhalle, und das war vorher so abgemacht, kleines Impulsreferat und Fragen. Und meine Aufgabe war, den Bauern vorzubereiten, wenn einer nach der Buchführung fragt, dass er Auskunft gibt, weil über sowas spricht man nicht so gerne. Das war aber die Abmachung mit dem Landwirtschaftsamt. Und natürlich, die dritte Frage war, ja, ist es jetzt nur ein gutes Bauchgefühl oder wie schaut es denn eigentlich aus? Und dann hat er gesagt, ja, Bauchgefühl ist auf jeden Fall besser. Ich habe viel mehr Zeit, es ist viel ruhiger. Ja, aber betriebswirtschaftlich. Ja, ich hatte damals 23% Betriebsrendite und habe jetzt 51. Das heißt, wir können auch an den Zahlen belegen, dass eine andere Landwirtschaft nicht nur ökologisch möglich ist, sondern auch ökonomisch. Und dann, wenn man in die Tiefe geht und fragt sich, ja, wo kommen diese Zahlen her? Was macht denn der schon groß? Ja, er macht Güllebehandlung, er verliert weniger Stickstoff, er braucht keinen Handelsdünger mehr kaufen. Er spritzt seine Ackerfrüchte alternativ und durch den anderen Dünger hat er einen anderen Impuls, er braucht keine Spritzmittel mehr. Er vernebelt im Stall, steuert das Milieu im Stall,
Seine Kühe werden älter. Seine Kälber, die er früher alle verkauft hat, kann er jetzt plötzlich am Markt fahren, weil er braucht sie nicht mehr für die eigene Nachzucht. Und so haben wir auch bei ihm zum Beispiel die Tierarztkosten von 85 Euro pro Kuh und Jahr nach 8 Jahren bei 6 bis 8 Euro. Und das sind alles Summen, da geht es nicht nur ums Geld bei den Tierarztkosten, sondern da geht es auch um Ruhe auf dem Hof, um einfach ein stressfreies Betreten des Stalls am Morgen, ohne dass man denkt, was wird jetzt wieder los sein. Und diese Zusammenhänge versuchen wir heute immer wieder einfach sichtbar zu machen. Und darum fahren wir auch mal immer wieder woanders hin, wo die Welt noch in Ordnung ist, versuchen uns Kommunikation aufzubauen und einfach das auch mal zu erleben, was bei unseren Bauern so los ist. Milieusteuerung im Stall kann ich bei allen Fällen machen. Wenn ich 3 Hühner habe, kann ich Milieusteuerung machen. Wenn ich ein paar mehr habe, kann ich dort auch Milieusteuerung machen. Wenn ich noch mehr habe, geht es dort auch. Das ist ein Stall, der produziert 60 Millionen Bruteier im Jahr und ist nun seit 6 Jahren antibiotikafrei. Das sind natürlich einfach Leuchttürme einer Landwirtschaft, die auch anders funktionieren kann. Aber mit dem, dass der Bauer durch den Stall ständig geht, überlegt er natürlich auch, wie er seine Landwirtschaft nach und nach umbaut. Und wenn man mal am Ende von einem Hühnerstall, wo dieses Kotband letztendlich rauskippt, steht und da ist Kohle mit drauf und Mikroorganismen und man muss sich bei diesem Hühnermist, der normalerweise gotterbärmlich stinkt, wo keiner, der sich auskennt, näher wie 100 Meter hingeht, wenn man sich da bücken muss, damit man was riecht, dann hat es funktioniert. Und darum kann auch der Bauer nebenbei so grinsen. Milieusteuerung bei den Jungtieren, wenn mal Durchfall drin ist, natürlich geht es. Milieusteuerung über eine automatisierte Sprühanlage in einem Stall. All dies, wem das interessiert, wir haben eine neue Homepage nur für den Agrarbereich. Schauen Sie mal rein, lesen Sie sich durch und wenn es Fragen gibt, lassen Sie sich einfach beraten. Aber wir sind ja hier nicht im Milchviehgebiet, sondern wir sind im Weingebiet. Ich habe diesen Vorspann nur gemacht, damit man erkennt, dass letztendlich das System überall gleich aufbaut. Weil Natur ist Natur. Und wie anfangs schon erwähnt, hier hätten wir nicht heute diesen schönen Abend zusammen mit so vielen Besuchern, wenn nicht diese beiden Menschen wären. Die Susanne und der Sepp, die haben Pionierleistung gebracht. Sie bewirtschaften ihren Weinberg seit jeher und die Susanne hat bei der Arbeit im Weinberg Allergien bekommen. Und über diese Allergien ist sie einfach rum, hat gesucht, wie kann man anders auch wirtschaften. Und so sind wir irgendwann mal ins Gespräch gekommen. Und heute produzieren sie ihren Wein eben ganz anders im Vergleich zu früher. Und es hat sich natürlich auch im Weinberg nicht nur der Wein verändert, sondern auch die Flora. Ja, das ist die Puppe der Gottesanbeterin. Und sie finden ganz viel unterschiedliche Insekten in diesem Weinberg. Und das macht das Ganze natürlich spannend. Aber wie kann ich meinen Weinberg wieder in eine andere Richtung bringen? Es geht wieder um die Initialzündung mit fermentierter Organik. Aber wenn ich jetzt mit fermentierter Organik arbeite, das ist ganz was Neues im Weingarten. Wie bringe ich das da rein? Da brauche ich einen Mann, einen Tüftler, der mir sowas baut, wie das da reinkommt. Wo bekomme ich die Organik her? Ja, ganz einfach. Es gibt überall Randstreifen, es gibt Gras zu mähen und das kann man fermentieren. Und wie bekomme ich das dann hin? Ja, auch wieder mit irgendeiner Maschine. Und da kann ich gleichzeitig halt dann auch EM mit reingeben. Und so habe ich die Initialzündung für einen Wein. Wir arbeiten hier da genauso mit dem Bodenverjünger und Sie sehen, wie der Boden
anfängt, diese Organik innerhalb kurzer Zeit zu verschlucken. Die Angst, die am Anfang da war, dass das ewig da liegt und irgendwie zu gammeln anfängt, und sie war unberechtigt. Der Boden wird immer lebendiger, wird immer umsetzungsfreudiger und frisst diese Organik. Den Bodenverjünger kann man natürlich auch mit unterschiedlichster Methodik auch in diesem Bereich einfach mit reinsprühen. Und der Effekt letztendlich nach vielen Jahren ist dann, dass sich der Boden anders verhält, dass die Reben besser versorgt werden. Und im Jahr 2018 hat man das halt sehr deutlich gesehen, dass auf vielen Flächen der Boden trocken gebrannt war und da war er wunderbar grün. Und das hat sich natürlich auch bei den Reben niedergeschlagen. Und so, und es freut mich sehr, dass die Genossenschaft diesen Versuch gemacht hat, diesen Wein separat zu verkeltern. Und jetzt wird die Sache eigentlich erst rund. Und darum finde ich das ein beispielhaftes Projekt hier in Sasbachwalden, dass man nach dieser Pionierleistung auch diese Transformation miterleben kann. Weil wir brauchen eine Veränderung in der Landwirtschaft, ist klar. Aber wir brauchen dann auch andere Preise für unsere Produkte. Und wir bekommen nur andere Preise für die Produkte, wenn wir wieder andere Qualitäten liefern und wenn wir eine Geschichte erzählen können. Eine Geschichte, die jeder nachprüfen kann, die jeder sehen kann, die jeder miterleben kann. Dann finden wir auch zu Kunden, die so einen Wein mit einem dementsprechenden Preis honorieren. Und dann macht Landwirtschaft wieder Spaß. Und dann ist Landwirtschaft auch in dieser Region zukunftsfähig. Wir brauchen eigentlich nur das Ganze zu wandeln. Und das können die Landwirte nicht allein machen, die Winzer, sondern die brauchen euch alle dazu, letztendlich als Botschafter, als Konsumenten und als Botschafter in die nächsten Regionen. Und ich denke mal, dass das auch für die ganze Genossenschaft im Laufe der Jahre eine Möglichkeit ist, das zu wandeln. Und wer so einen Wein letztendlich hat, der kann auch woanders hinfahren und den Wein einfach präsentieren. Und wir haben das bei den EM-Tagen erlebt, wie, ja, was das der Wein für ein Renner war, wie die Leute positiv auf das reagiert haben. Und natürlich muss er schmecken und das tut er ja. Darum möchte ich alle beglückwünschen. Inzwischen sind ja die Viertalers nicht mehr alleine, sondern es ist eine größere Truppe geworden, die jetzt auch diese Bewirtschaftungsweise begonnen hat. Und wir sind auf dem Weg, symbolisiert einfach, dass noch kein Ende in Sicht ist. Das ist ein laufender Wandlungsprozess. Und für dieses Engagement und für euch alle möchte ich von euch jetzt einen Applaus.